Black Freezer soll fast so stark sein wie ein Hakaishin oder zumindest ist er viel näher dran als ein Son Goku oder Vegeta. Und irgendwie sieht es so aus, als ob die Super Hero Saga doch nicht vorbei wäre, was ehrlich gesagt nicht mehr so schlimm ist, denn es gibt sehr, sehr, sehr viele Neuigkeiten bezüglich Dragon Ball und eigentlich könnte man daraus mehrere Videos machen, aber ich versuche alles kompakt in diesem Video zusammenzufassen. Also, als allererstes sprechen wir über das Kapitel 100. Das Kapitel war ein Kapitel, worauf die Fans so lange gewartet haben, denn nach 8 Jahren hatte Dragon Ball 100 Kapitel erreicht. Und zum 100. Dragon Ball Super Manga Kapitel haben wir natürlich was Großartiges erwartet, weil einfach alles gestimmt hat. Das 100. Kapitel fand im Dezember statt. Außerdem hat er sogar eine Pause gemacht, damit er im Dezember 2023 das 100. Dragon Ball Super Manga Kapitel droppen kann. Und dann das unnötige Langziehen einer Saga, nach der kein Mensch gefragt hat. Und natürlich nicht zu vergessen, den ganzen Hype, der um das Kapitel von den Offiziellen gemacht wurde. Doch die Wahrheit war, dass sie mich und euch komplett verarscht haben. Die haben uns für nichts gehypt. Anders gesagt, die haben uns verarscht. Die lachen uns vermutlich von da oben aus. Jedenfalls zum Kapitel. Son Gohan attackiert Cell Max mit seiner eigenen Version der Höllenspirale und hat dabei ein wenig Schwierigkeiten, anders wie es im Film war, denn dort hat er es ganz schnell und easy beendet. Aber im Manga hat er ein bisschen Schwierigkeiten gegen Cells Attacke, weswegen die beiden Superhelden die Hand von Cell Max entfernen, damit er seine Attacke nicht mehr kontrollieren kann und Son Gohan bahnfrei für seine Vernichtung hat. Er durchbohrte Cell Max Kopf und besiegte ihn damit endgültig. Und sonst war da nicht viel anders. Doch wir wissen ja vom Film, dass Kamen überlebt hatte, aber nicht wo er steckt. Doch in diesem Chapter sehen wir, wie er sich darüber aufregte, dass Kommandant Magenta tot ist und deren Stützpunkt in Ruinen liegt. Aber für ihn scheint es noch lange nicht vorbei zu sein, denn er geht mit den überlebenden Soldaten zum Hauptsitz von Red Arzneimittel. Und am Ende im Magazin stand dann, dass die Krise auf der Erde vorbei ist, damit ist natürlich Cell Max gemeint, doch der Kampf der Superhelden noch nicht zu Ende sei. Das bedeutet, dass die Super Hero Saga vielleicht noch eine Weile andauert, aber es ist tatsächlich nicht mehr so schlimm, da das Retelling endlich vorbei ist und eventuell Taro jetzt mal was richtig machen will, dann ist das jetzt seine Chance, Teen Gotenks Super Saiyan 3 zu zeichnen und außerdem soll Gotenks dann auch die Überreste der Red Ribbon Armee zerstören. Das wäre ein grandioser Abschluss für die Super Hero Saga. Ob er es machen wird, keine Ahnung, wir können nicht mehr als hoffen, aber natürlich hoffe ich sehr darauf. Und das war's dann zum Kapitel 100. Ab nächsten Monat gibt es dann wieder regelmäßig die Dragon Ball Chapter Streams und eventuell auch Reviews zu den Kapiteln. Und jetzt kommen wir zum Thema Black Freezer. In der V-Jump gab es tatsächlich etwas zu Black Freezer. Und zwar stand da, dass er Son Goku und Vegeta, die das Reich der Götter erreicht hatten, mit Leichtigkeit K.O. schlagen konnte, was im Umkehrschluss bedeutet, dass man das Ausmaß seiner Macht nicht mal ansatzweise messen kann. Und im Klappentext stand dann auch, dass er nahezu gleichmäßig so mächtig ist wie ein Hakaishin. Heißt, dass Black Freezer näher an die Kraft eines Hakaishins dran ist als Son Goku und Vegeta. Und da denke ich mir einfach nur, das alles hatten wir doch schon mal. Sollte nicht Jiren der Stärkste sein, sogar stärker als der Hakaishin seines Universums? Zumindest hat es im Manga Toppo erwähnt. Was seine Kampffähigkeit angeht, ist Jiren stärker als Belmut. Und im Anime wurde gesagt, dass in einem anderen Universum ein Krieger existiert, der stärker als der Hakaishin des Universums sein soll. Und dieser Hakaishin war laut Viz sogar stärker als Beerus. Doch Beerus meinte, dass er nur einmal im Armdrücken gegen ihn verloren hat, was nichts zu bedeuten hat. Und da hat auf jeden Fall recht. Im Armdrücken zu gewinnen bedeutet einfach nichts. Beerus ist natürlich trotzdem der mächtigste Hakaishin. Aber das Ganze ist sehr verwirrend, denn Viz hat ja gesagt, dass ein Sterblicher existiert, der stärker sein soll als der Hakaishin. Und wie wir wissen, ist der Sterbliche namens Jiren gemeint. Doch im Armdrücken hat Beerus nicht gegen Belmut verloren, sondern gegen Quirtella. Doch im 4. Universum war kein krasser Sterblicher, da waren alles Lappen. Also keiner, der ansatzweise in Frage kommt. Aber egal, wisst ihr was, wir ignorieren das Ganze. Es sei denn, jemand kann es mir in den Kommentaren erklären. Aber bis es soweit ist, machen wir weiter. Denn wir haben eine Nachricht von Toyotaro-Sensei. Er sagt sinngemäß: Dank der Unterstützung aller Leser habe ich es geschafft, bis zum 100. Kapitel zu zeichnen. Vielen Dank. Ich habe viele spannende Szenen in diesem Kapitel eingefügt, also schaut es euch an. Ich arbeite außerdem auch hart daran, die Dinge, die nach Kapitel 100 kommen, noch spannender zu gestalten. Also genießt bitte weiterhin den Dragon Ball Super Manga.
Und ja, das war Toyotaros Statement zu Kapitel 100. Und ich sag euch ehrlich, es war ein Jahr lang eine Qual. Wirklich, es war eine Qual, diese Manga-Kapitel zu lesen. Als Dragon Ball-YouTuber habe ich natürlich alle Kapitel gelesen, denn sonst hätte ich ja was Wichtiges verpassen können. Aber Spaß hat es mir nicht gemacht. Es bereitete mir Kopfschmerzen, darüber nachzudenken, dass ich den Manga lesen muss. Denn es war einfach uncool, ein Jahr lang die Geschichte, nach der niemand gefragt hat, nachzuerzählen. Aber jetzt freue ich mich auf die neuen Manga-Kapitel, denn auch wenn die Superhero Saga noch nicht vorbei sein sollte, ist es okay, denn wenigstens ist es etwas Neues, was uns erwartet. Die Redraws sind mit dem 100. Dragon Ball Super Manga Kapitel vorbei und das ist doch ganz schön. Jetzt, nach fast 1,5 Jahren, ist es wieder schön zu sehen, dass der Dragon Ball Super Manga ganz normal weitergeht. Bin wirklich sehr auf die Storys gespannt. Und ich hoffe natürlich, dass Toyotaro kocht. Zeit hat er jetzt mehr als genug. Wir reden von fast 1,5 Jahren, Leute. Bitte fick uns nicht, Toyo. Und was gibt es noch für Neuigkeiten? Naja, es gibt ja weekly Dragon Ball News von der offiziellen Dragon Ball Seite und Toyotaro wird bei 2 News Videos dabei sein. Einmal am 1. und einmal am 8. Januar und das für eine wichtige Diskussion. Ich hoffe, dass es kein Video sein wird, wo er uns beibringt, wie man Son Goku oder Vegeta zeichnet, sondern dass wir zumindest in einem dieser Videos die Zukunft vom Dragon Ball Super Manga besprechen. Und ich würde mir auch wünschen, dass er uns erklärt, wieso er diese Super Hido Saga gezeichnet hat. Also, was war der Grund für diese unnötige Saga, nach der niemand gefragt hat? Und wieso hat er davor 3 Monate Pause gemacht? Ich will in diesem Video Antworten haben. Ich hoffe wirklich auf ein stabiles Interview bezüglich der Zukunft des Dragon Ball Super Mangas. Ich werde, sobald das Interview draußen ist, selbstverständlich ein Video dazu machen. Es wird ja der 1. Januar sein, also bin ich eh zu Hause und kann das dann am selben Tag noch droppen. Ich bleibe auf jeden Fall gespannt. Und falls ihr Fragen über Kapitel 100 oder 101 habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, denn das nächste Video wird ein Kapitel Q&A werden, also überlegt euch in Ruhe eine Dragon Ball Frage und schreibt sie dann mit dem Hashtag Dragon Ball Frage in die Kommentare, damit ich die von den anderen Kommentaren besser unterscheiden kann. Ich hoffe, ihr habt alle das Kapitel gelesen. Bitte keine allgemeinen Dragon Ball Fragen schreiben, denn dafür gibt es ja extra das Format Dragon Ball Q&A. Bitte unter diesem Video nur Kapitel 100 oder 101 bezogene Fragen stellen. Wenn es genug Fragen werden, dann wird das nächste Video direkt das Kapitel Q&A. Also Leute, stellt so viele Fragen, wie ihr wollt, aber bitte pro Kommentar nur eine Frage. Ansonsten genießt jetzt die hochauflösenden Bilder von Sparking Zero.